Was geht? Wir haben wieder eine dumme Idee. Ist ja fast schon so ein Meme unter unseren Videos, dass wir alles aus Pappe und Gaffer bauen. Und deswegen dachten wir uns, wir bauen ein Boot aus Pappe und Gaffer und gucken, ob wir damit über den See fahren können. Ich würde! Es sinkt langsam! Hey, mein Schwimmt voll gut! Was für Wasser drin? Einfach so ein Paddel hier, oder? Ist das zu groß? Nö. Meinst du, eins reicht? Na klar. Wir sind ja kein Kajakfahrer, Alter. Und hier haben wir unser Hauptbaumaterial. Jeder 10 so eine Dinger. Klebeband. Falls wir untergehen. So, Shoppingtour beendet und die Frage ist jetzt so, Pappe schwimmt halt einfach nicht. Und damit wir überhaupt ein Ding haben, was am Ende schwimmt, baue halt jeweils Passi eins und ich baue halt auch eins. Und wir gucken halt am Ende, wer kommt weiter mit seinem Boot. Wir haben beide dieselben Materialien. Wir haben so ein Paddel, wir haben beide dieselbe Menge Pappe. Wir haben Tape und damit versuchen wir jetzt ein Boot zu bauen, was uns über den See trägt. Glaubst du, Passi, hast du eine Chance? Ja. Fertig. Wenn das ein fertiges Boot ist, habe ich gute Chancen. Wir haben halt erst überlegt, ob wir jetzt in zwei verschiedenen Räumen bauen oder so, damit wir halt nicht sehen, was der andere baut. Aber ganz ehrlich, ey, wir wohnen halt zusammen, als ob wir das nicht sehen gegenseitig. Deswegen bauen wir jetzt einfach hier im Wohnzimmer. Dann machen wir ein kleines Rennen, gucken, welches Boot weiterkommt. Ich möge der Wettkampf beginnen. Hast du dir einen Plan gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich weiß gar nichts. Meine Taktik ist, ich gucke, was passiert und hoffe, dass es schwimmt. Das ist doch schon mal eine Basis für ein Boot. Hält das mein Gewicht schon aus? Ich bin halt fett. Ich mache einfach noch eine Schicht. Uff, uff. Hm. Mann, ich dachte so, ich habe voll den Plan, aber ich habe gar keinen Plan. Ich habe gar keinen Plan, aber mir läuft's gut. Ja, das ist wahrscheinlich der Vorteil von dir. Oh, das ist so schlau, was ich hier mache. Geh weg. Oh, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe mein Boot. Ich bin Klimans Hausboot, was ist das? Ich nenne die Strategie das Kokon. So, jetzt fragt man sich, wie wird hier aus dem Boot? Zeig's euch. Gar nicht. Dad! So, das hier ist die MS Ange. Du weißt schon, für was MS steht. Keine Ahnung. Motorschiff. Am wichtigsten ist, dass der Boden fest ist, dass da kein Wasser reinkommt. Weil wenn der Boden sinkt, sinkt das Schiff. Das hat Captain Jack Sparrow schon immer gesagt. Fuck, ich hab die Hälfte von meiner Gafferrolle schon aufgebraucht. Ja, das ist nicht so schlau. Ich finde das schlau. Es folgt alles meinem Plan. Bin so gespannt, ob mein Plan gleich aufgehen wird. Bestimmt nicht. Zack, zack. Ich bin ein bisschen aus der Puste. Was ist denn das hier für eine Nussschale, Alter? Du sollst ein Boot bauen. Warte mal ab. Dann setze ich mich hier so rein auf den dreifach gepolsterten Boden und dann geht's ab. Das Wichtige ist, dass es genügend Auftrieb kriegt. Ich glaube, das ist halt auch so das Spannendste. Niemand kann mir sagen, dass das eine dumme Idee ist. Das klappt. Jetzt brauche ich hier noch eine Wand an der Seite. Guck mal, hä, das passt, ob das so gut passt. Na, einfach nicht hinterfragen. So, ich habe jetzt hier schon eine kleine Nussschale. Alle Wände sind schon drinnen. Den Boden habe ich echt mehrfach verstärkt. Das sind, glaube ich, 6 Pappschichten oder so, damit ich auch wirklich da drin sitzen kann. Ich habe nur 2 Probleme. Erstens, ich habe hier noch so ein paar Löcher. Und zweitens ist meine Gafferrolle gleich alle. Das heißt, ich habe kein Klebeband mehr. Ich überlege halt entweder jetzt hier an der Seite noch 2 Schwimmkörper dran zu bauen oder so einen Bug nach vorne, damit es halt so ein bisschen besser schwimmt. Aber so vom Konzept her, oh Gott, das ist enger als ich dachte. Scheiße, ich komme hier gar nicht rein, ich bin zu fett. Aber so vom Konzept her komme ich hier auf jeden Fall rein, kann hier drin sitzen und kann paddeln. Es wird halt langsam echt zu einem coolen Boot. Problem ist nur, da ist noch ein Loch, da ist noch ein Loch, da hinten ist noch ein Loch und ich muss das da oben noch irgendwie zumachen. Das Ding ist, ich habe halt echt keinen Gaffer mehr. Hey, Passi, kann ich einen Gaffer von dir leihen? Ich brauche hier selber noch. Darf ich mir welches von unten holen? Aber ich würde ja sagen, wir haben eigentlich jeder eine Rolle plus das Klebeband, ne? Ja, aber mein Boot ist noch nicht fertig. Ja. Lass dir mal was einfallen. Mein Boot ist fast fertig. Sieht so aus. Soll ein Kajak werden. Das ist ein Riesen-P*** ist das. Sei leise da hinten. Ich muss jetzt hier so einen Ausschnitt machen, dass ich mich da reinsetzen kann. Und dann muss ich das hier unten alles abdichten. Ich habe hier auf jeden Fall so die Pappe eingeschnitten, damit sich das so schön rund rumbiegt. Und an sich hat es auch einen ganz guten Schwerpunkt. Die Frage ist, ob mich das Ding überhaupt halten wird. Wie viel wiegst du? Was zwischen 65 und 70. Bist schwerer, ne? Nee, ich glaube mittlerweile nicht mehr.
Also so würde es gehen. Ah, ich komme nicht mehr raus. Ich muss drin bleiben. Hilfe. So sieht das Boot jetzt vom Nahen aus. Und drunter habe ich jetzt komplett so eine Folieschicht drüber gemacht, damit es halt nicht gleich untergeht. Und dieser vordere Teil hier ist so hoffentlich ein bisschen Auftrieb, aber eigentlich eher Deko. Ich habe mich darauf konzentriert, dass dieses innere Viereck hier bombensicher ist. Also das habe ich auch übel zugetaped und alles nochmal verstärkt. Marius, ja? Du wirst verlieren. Ich habe die Power. Geil, Alter, der Twitchy-Mode. Also in puncto Style gewinnt dein Boot auf jeden Fall, Alter. Ich hätte nicht 1 mm Tape mehr über, um sowas noch zu machen. Ja, du auch nicht. Zeig mal, wie du es übermorgen fährst. Jetzt wäre es Doppelpaddel halt geil gewesen. Ist aber nicht drin. Willst du mal meins sehen? Zeig her. Das Knie passt nicht mehr rein. Übermorgen geht's zum See und dann packen wir erstmal ins Wasser. Ich hoffe, die schwimmen überhaupt. Na, du Loser? Nee. Hier, nimm den Paddel selber. Na, komm, kannst du. Nein, bei mir ist das scheiße zum Tragen. Tschüss. Ich bin auf jeden Fall sportlicher. Ich hol das gleich. Bei dir sieht das echt angenehmer aus, wa? Ich hab so ein Haus einfach. So, es geht los. Ich habe so lange über diesen Joke nachgedacht, ne? Folgende Regeln: Wer zuerst untergeht, verliert. Wir versuchen bis zum Steg wieder zurück. Gucken wir mal, was passiert. Ich hoffe, dein Boot sinkt zuerst. Das Einzige, wo ich bei dir noch so drauf wette, ist einfach, dass das Ding einfach drüber schwappt. Es kommt vorne schon Wasser rein bei mir. Oh Gott, ja, dann los. Oh! Ich schwimme! Ich schwimme! Ich schwimme! So. Oh Gott, nein! Ich hab Wasser ich drin. Ich schwimme, pass nicht, ich bin weiter als du. Schwimm voll gut. Ich hab schon Wasser drin. Oh. Ich hab die Tragkraft nicht berechnet, Mario. Ja, okay. Ich bin sehr nah an der Kamera. Ich hoffe, das ist nicht unangenehm für euch. Aber ich kippe um. Es sinkt langsam. Ich muss eigentlich aufstehen am besten. Aber ich kann nicht. Hilf! Holy shit. Ey, Malz ist gar nicht so scheiße geschwommen eigentlich. Wie weit bist du gekommen? 2 Meter hinter dir. Ich war übel gut im Wasser und bin einfach zur Seite weggeklappt. Jede Woche dumme Scheiße machen. Dafür erstmal ein Abo. Und an der Stelle, vielen Dank an NordVPN für die Unterstützung. Dank der coolen Sponsoren können wir nämlich immer so crazy shit hier machen. Denn durch NordVPN kannst du dich sicherer durchs Internet bewegen. Wenn du zum Beispiel auf Netflix oder irgendeine andere Internetseite gehst, hat diese Internetseite automatisch die Information, wo dein Gerät sich befindet und allerlei anderen Dinge, wie zum Beispiel auch deine IP-Adresse. Wenn du dich aber hingegen über einer der über 5500 verschiedenen Server von NordVPN auf diese Website einwählst, bekommt diese Website all diese Informationen nicht. Denn NordVPN schützt diese Informationen. So bist du anonym im Internet unterwegs. Damit sind nicht nur deine Daten sicherer, sondern du kannst auch nervige Länderrestriktionen umgehen. Wenn es zum Beispiel eine Serie auf Netflix nur in Kanada gibt, kannst du dich über einen kanadischen NordVPN-Server einwählen und somit die kanadische Serie schauen. NordVPN gibt es übrigens auch für alle Geräte, für Android, iOS, für den Mac, für den PC. Das heißt, egal auf welchem Gerät du ein VPN brauchst, NordVPN gibt es da. Wenn du jetzt mal Bock hast, NordVPN auszuprobieren, geh jetzt auf nordvpn.com/angeschrien. Beim 2-Jahres-Abo sparst du nicht nur 70%, sondern bekommst du auch noch 1 Monat gratis geschenkt. Erster Link ist in der Beschreibung, gibt übrigens auch nur eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, also quasi gar kein Risiko. Wenn du frei im Internet surfen willst, dann check einfach NordVPN aus und wahrscheinlich surfst du dann noch besser als wir mit unserem Boot. Ich bin auch so richtig slowly so zurückgedrückt, so dick, 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 dick.